Liebe Zuschauer, Ostern im Jahr 2020, ein zugegeben verrücktes Jahr. Corona fesselt uns zu Hause. Wir von tmrradio.de möchten es uns trotzdem nicht nehmen lassen, den Ostergottesdienst der Kirchgemeinde hier aus Waltershausen zu euch ins Radio zu bringen. Wir wünschen euch natürlich frohe Ostern und viel Spaß. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Im Ostergottesdienst in unseren Kirchen, hier in Waltershausen, in Schnepfenthal und Langenhain, rufen wir uns dieses Bekenntnis gegenseitig zu. Die Frauen, den Männern, die Kinder, ihren Eltern, die, die auf der Empore sitzen, denen im Kirchenschiff und wie wir uns sonst so einteilen können, wenn wir zusammen Ostern feiern. Die eine sagt es dem anderen weiter und der antwortet mit seinem Bekenntnis, so ging es damals in Jerusalem los mit dem Verkündigen der Osterbotschaft. Und so ging es weiter bis zu uns hier in unseren Orten und wäre so normalerweise. Aber was ist schon normal in diesen Tagen? Nun, schon den 5. Sonntag können wir uns nicht zum Gottesdienst versammeln. Ja, unsere Kirchen sind zwar offen zur üblichen Zeit, die Kerzen leuchten. Wir können der Musik lauschen, können beten und lesen. Und das ist schon ganz viel. Und Dank gilt allen, die das ermöglichen. Aber wir haben nicht unsere Gemeinschaft, nicht die guten Bekannten, die Gottesdienstfreunde, denen wir es jetzt so gerne zurufen würden, der Herr ist auferstanden. Und deren Antwort dann erklingt in manchen meiner Zweifel. Ja, du kannst das Unglaubliche glauben, ich bestätige es dir, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir brauchen unsere Gemeinschaft. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir mit Hilfe unseres lokalen Radios, dem TMR-Radio und seinen Mitarbeitern heute die Möglichkeit haben, diesen Gottesdienst zu übertragen, zu Ihnen nach Hause. In die Wohnzimmer, an den Schreibtisch, vielleicht auf die Terrasse. Ich weiß nicht, wen Sie sehen und neben sich haben, Ihre Familie, den Gartennachbarn.
Aber auch wenn Sie ganz allein sind in diesen Feiertagen, dann hören Sie uns ja jetzt und Sie können im Geiste auch antworten und vielleicht es sich selbst auch laut und deutlich sagen, damit die eigene Hoffnung zu hören ist. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Danket Gott, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Ich werde nicht sterben, sondern leben und von Gottes Werken erzählen. Denn er gibt mich dem Tode nicht preis. Ich danke dir, Gott, dass du mich erhört hast. Du hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat Gott so gewollt. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Mit diesen Psalmworten lobte schon das alte Israel den lebendigen Gott und ruft auch uns zum Einstimmen. Lasst uns freuen, sagt ihm Dank. Wie oft jedoch bleibt uns solches Lob im Halse stecken, ist unser Glaube schwach und unser Mut nur klein. Deshalb bringen wir heute alles zu Gott. Unsere Suche nach dem eindeutigen Wissen wollen. Unser Festsitzen in der Dämmerung dessen, was doch alles vergeht. Und unsere Hoffnung auf Gottes Licht, auf seinen Neubeginn, den wir oft mehr nur im Kopf tragen als in unserem Herz. Dass die Osterfreude darin überall einziehen kann, darum bitten wir. Thank you.
Gott hat sich erbarmt. Am ersten Ostermorgen hat er alle Dunkelheiten der Welt durchbrochen und einen neuen Anfang geschenkt, als alle nur auf das Ende starren konnten. Der auferstandene Christus kann sagen: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Gott, du bist größer als alles, was wir dir zutrauen. So lass auch uns einstimmen in das Lied der Hoffnung und des Jubels. Jesus Christus ist das Licht, das alles erleuchtet. Das Licht der neuen Schöpfung am Ostermorgen. Das Licht des neuen Lebens, selbst in der Finsternis des Todes. Von diesem Licht wird uns in unseren Gottesdiensten hoffentlich bald wieder die Osterkerze erzählen, die wir jetzt anzünden. So spricht Christus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Viele der ersten Christen, damals in Korinth, hielten die Auferstehung nicht für einen leiblichen, realen Vorgang, sondern für einen rein inneren. Und sagten so: Wir sind in Wahrheit auch schon auferstanden. Deshalb schreibt ihnen Paulus in der Epistel des Ostersonntages im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Lesung aus dem 1. Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich und so seid auch ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus,
danach, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft, alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Zuerst entdeckten drei Frauen, dass Jesus auferstanden ist. Das beschreiben alle Evangelien. Am kürzesten und prägnantesten tut das Markus in seiner Ostergeschichte. Und sie ist zum Evangelium des Festes geworden. Sie steht im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Lob sei dir, o Christe. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Gottesdiensthörer, auf den Plakaten, die diesen besonderen Gottesdienst ankündigen, steht es groß und bunt gedruckt: Ostern fällt nicht aus. Es klingt fast ein bisschen trotzig, vielleicht fehlt nur noch das Aufstampfen. Nein, das kann ich mir doch nicht auch noch nehmen lassen. Dieses Fest der Hoffnung und des Lebens. Gerade in dieser seltsamen und oft genug so schlimmen Zeit, in der die neue Krankheit alles verändert und über den Haufen wirft, in der so viel gegen null gefahren wird, was sonst mein Leben prägt. In dieser Zeit, in der wir keine Ahnung haben, wie die nächste Woche aussehen wird. Die Vorfreude auf Begegnungen, die mich dafür hätten aufbauen können, sie ist dahin fürs Erste. Die Pläne, die meinen Weg bis zum Sommer überschaubar planen sollten, sie sind dahin. Die Ideen zum Ausprobieren meiner Gaben, mancher Weg, den ich vielleicht gerade erst mühsam gewagt habe, zu betreten, hin zu anderen Menschen, in eine neue Gruppe, in ein neues Hobby, alles erst einmal in der Pause. Und wie soll ich die Botschaft dieses Festes
denn auch hören im ganz wörtlichen Sinn? Dass der Tod keine Macht mehr haben soll über uns? Was heißt das angesichts der über 100.000 Menschen, die schon gestorben sind? Was bedeutet es den vielen, die gerade um ihr Leben kämpfen? Und wie hören alles diejenigen dieses Wort vom Leben, die Angst haben um ihre alten Eltern und ihre kranke Familie? Für manche sind es ebenso dramatische Fragen nach ihrer materiellen Zukunft, nach einem möglichen Ruin. Wenn ich das alles versuche zusammenzufassen, in welche Situation hinein in diesem Jahr das Osterevangelium erklingt, dann geht mir auf, wir hören es vielleicht zum ersten Mal so ähnlich wie die allerersten Zeugen damals. Können wir uns vielleicht annähernd einfühlen in solch eine Katastrophe, wie die Freunde Jesu damals erlebt hatten am Karfreitag, an dem wirklich alles zu Ende ging, worauf sie hofften, an dem ihr Weg abgeschnitten wurde, ihre Hoffnung mitgestorben ist. Und doch traf sie genau darin der Auferstandene, in ihrer Furcht und in ihrem "Aber das ist doch gar nicht möglich." Mitten im Dunkel beginnt Ostern. Das war damals so in Jerusalem und das will werden auch bei uns. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das meinte Erich Kästner und damit sagt er einen wirklich nützlichen Satz. Für alle, die etwas Gutes um sich herum erreichen möchten, die ihre Lebenszeit nutzen wollen und ihre Gaben gescheit einsetzen, ist es genau das Richtige. Das Wollen braucht auch das Vollbringen. Und doch haben kluge Einsichten jeweils einen Rahmen für ihre Gültigkeit. Es gibt nämlich durchaus Gutes auch außerhalb unserer Taten und unserer Möglichkeiten, die Dinge zu beeinflussen. Das erleben wir ja gerade. Was wir auch tun und wie sehr wir uns um unsere Gesundheit mühen, mit dem Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens auf ein vorher unvorstellbares Minimum
So deutlich wird doch gerade in diesen Tagen, wie ohnmächtig wir eigentlich sind. Manches liegt tatsächlich weit außerhalb der Reichweite meiner Handlungen, sogar außerhalb jedes Vorstellungsvermögens. Ostern ja auch. Die Auferstehung Jesu von den Toten, da gibt es keine Erfahrungswerte. Für Paulus, der früher als Pharisäer noch Saulus genannt wurde, kam diese Vorstellung überhaupt nicht in Frage. Das passte keineswegs in den Rahmen seiner jüdischen Tradition. Mit Logik und gut strukturiertem Handeln schaffte er es ja nicht einmal, das Christentum wieder auszurotten, obwohl er das mit Tatendrang und Leidenschaft durchaus versucht hatte. Seine Bekehrung, die geheimnisvolle Begegnung mit Jesus, war für ihn derartig umwerfend, dass er die Dinge, die er stets für richtig gehalten hatte, auf einmal völlig anders sah. Es war so, als lichtete sich der Horizont seines bisherigen Weltgefüges. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei einem Sonnenaufgang, durch dessen Licht sich die Wahrnehmung meiner bisherigen Welt weitet. Paulus jedenfalls war nun ein anderer. Geblieben war ihm aber seine Energie und die Entschiedenheit im Handeln, mit der er nun ein Apostel ist, ein Verkündiger der Auferstehung. Doch innerhalb der christlichen Gemeinde von Korinth begegnete Paulus nun der Versuch, im Interesse der Verstehbarkeit die heikelsten Punkte der Auferstehung zu umgehen. Heute würde man die Kirche innerhalb der Gesellschaft loben, als Trägerin von Tradition und Kultur. Die christliche Ethik kommt gut an. Nächstenliebe nach dem Vorbild des barmherzigen Samariters. Diakonisches Handeln in der Zuwendung zu Kranken, zu behinderten Menschen, zu Armen. Alles bedeutungslos ohne die Auferstehung. Paulus kann hinter den ja durchaus positiven Effekten für ein nach christlichem Vorbild geführten Leben letztlich doch keine Verheißung entdecken, die den weltlichen und damit den zeitlichen Horizont übersteigt. Wer mit seinen Hoffnungen immer wieder hängen bleibt bei einem gelingenden Leben, sei es auch noch so großartig, kultiviert, sozial, ökologisch und ausgestattet mit einer fabelhaften Gesundheit, am Ende wären selbst nach einem vorbildlich geführten Leben auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Noch deutlicher sagt es der Apostel mit den folgenden Worten: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Liebe Ostergemeinde, Ernüchterung oder ganz und gar die Negativbotschaft, dass die in Christus Entschlafenen verloren sein könnten, das ist nicht die Verkündigung des Evangeliums, für die sich Paulus berufen fühlt. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Man spürt richtig, wie es dem Apostel Freude macht, der Vergeblichkeit zu widersprechen und damit konsequent auch so manch einer Idee, Ostern intellektuell einzuordnen. Denn genau diese Auferstehung, so unbegreiflich sie auch ist, gehört mitten in das Zentrum des Glaubens. Ohne die Hoffnung auf die Auferstehung gäbe es kein Christsein. Sonst würde es uns immer wieder passieren, dass wir zwar innerhalb dieser Welt viel Richtiges denken und sagen und auch tun, aber eben nur hier und für begrenzte Zeit. Die Auferstehung ist nicht theologisch oder philosophisch oder poetisch oder traditionell, sondern sie gilt. Sie ist ein Geschehen, in das Paulus und die Korinther hineingehören. Und ich auch, und auch Sie, und überhaupt wir alle.
Herrlichkeit Gottes vertrauen, das haben viele vor uns gewagt und wir hören von ihnen, wie ihr Leben ganz neu werden konnte. Und nun können wir selbst auf Suche gehen nach Spuren der Auferstehung auf unserem ganz eigenen Lebensweg. Ein paar Leute aus unserer Gemeinde haben damit schon angefangen, haben solche Spuren beschrieben und ich kann jetzt davon erzählen. Von der ganz neu erlebten Freude darüber, wie auch in diesem Jahr der Frühling erwacht ist. Weil mancher plötzlich die Zeit hatte, das mal wieder wahrzunehmen. Die Schönheit, die Fülle, die weise Ordnung auch. Und es wird auch immer wieder genannt, dass ich das mal wieder erleben kann mit meinen Kindern zusammen. Überhaupt das Zeit haben füreinander. Wir rufen uns jetzt ja viel mehr an. Wir wollen doch hautnah wissen, wie es den Lieben geht. Denn das ist ja ganz offensichtlich nicht so selbstverständlich, wie wir immer dachten. Wir interessieren uns leidenschaftlicher. Wir fragen viel tiefer nach dem, was uns wichtig ist und nach dem, was uns hält. Ich finde plötzlich so viele Hoffnungsgeschichten in der Bibel, ist mir geschrieben worden. Ich spüre viel intensiver in der Ruhe und Abgeschlossenheit jetzt mein Zuhause bei Gott. Wir beten füreinander und, das ist neu, wir trauen es uns auch, uns das zu sagen. Auferstehen schon mitten am Tag, nennt die Dichterin Marie-Louise Kaschnitz. Wenn wir solche Anfänge wagen und erleben und dadurch unsere Zeit mehr erfüllt wird mit Leben. Und wenn wir dann auch nach den Einschränkungen das weglassen, was wir jetzt als überflüssig erkennen. So viel Gerenne, das ständig präsent sein, all das, was mir meine Zeit stiehlt und was die Schöpfung so bedroht. Der unnütze Konsum, so viel Egoismus. Ich glaube, uns allen fallen dazu noch weitere Beispiele ein, mit denen wir in einer Auferstehungsspur durch unsere Orte hindurch verbunden sind. In Hoffnung und in Kraft, in Gottes und unserer Nächstenliebe, im Festhalten und in neuer Dankbarkeit. Von der, das soll eine letzte Antwort sein, die Mitarbeiterinnen unseres Kindergartens schreiben. Für uns hat sich der Blickwinkel so geändert. Früher haben wir uns manchmal in der Fastenzeit extra mehr Ruhe vorgenommen. Heute fehlt uns in dem so gespenstisch leeren Kindergarten der Lärm unserer kleinen lebendigen Kinderstimmen. Neben allen positiven Erlebnissen und dem großen Verständnis, neben all den schönen Aktionen mit den gemalten Regenbögen und den bunten Steinketten, wollen wir diesen neuen Blickwinkel uns bewahren. Wie schön doch unser ganz normaler Alltag doch war, über den wir manchmal stöhnen, der uns anstrengt, aus dem wir uns manchmal wegträumen, und der doch eigentlich unser Leben so reich und erfüllt macht. Und in dem uns mittendrin, und das ist das Beste daran, die Zusage Gottes erreicht, auch für dich halte ich das Leben bereit. In meiner Ewigkeit, und die umfasst schon lange auch dein Heute. Amen. Thank you.
lade Sie ein, mit mir zu beten. Welch ein großer Gott bist du! Tot schienst du in den Augen der Menschen und bist doch der Gott des Lebens. Öffne auch unsere Augen vor dem Wunder, dass wir den auferstandenen Christus sehen, als ein helles Licht für jeden unserer Tage, im Dunkel aller Angst und selbst noch in der Nacht unseres Todes. Wir bitten dich für die Kranken und die, die leiden, für die, die gerade um ihr Leben kämpfen und für alle, die sich darin für sie einsetzen, manchmal über ihre eigene Kraft hinaus. Wir bitten dich für die, die um Menschen trauern, um jemanden, den sie geliebt haben, der sie geprägt hat. Sei du bei ihnen, führe sie alle aus der Dunkelheit ins Licht. Gott, wir bitten für die Menschen, die in ungerechten Verhältnissen leben müssen, für die Opfer von Kriegen und Gewalt, die wir gerade so aus unserem Blick verlieren, dass wir aufstehen gegen alles, was das Leben hindert, für sie und für alle, dass wir einstehen für das, was gut ist. Dazu sei mit uns und hilf, uns zu lieben. Gott, wir bitten dich auch für uns und bringen dir unseren Glauben und unsere Fragen. Gib uns Gewissheit, dass du lebst und dass die Finsternis des Todes besiegt ist. Dass wir einstimmen können in die Worte Jesu und dich gemeinsam bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst uns gehen in dieses Fest im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Am Ausgang würde nun das Kollektenkörbchen auf uns warten. Für viele der Einrichtungen und Werke unserer Kirche, die die Kollekten bekommen sollten in diesen Feiertagen, bedeutet das einen großen Verlust, dass wir nicht sammeln können. Deshalb trotzdem die Bitte, wenn Sie etwas geben möchten, dann geht das auch online über die Seite unserer Landeskirche ekmd.de/spenden oder auch weiter ganz analog über die Kollektenkörbe unserer Kirchgemeinden, über den Briefkasten des Stadtkirchenamtes. Unsere Kirchen sind heute geöffnet in Langenhain schon jetzt und Schnepfenthal und Waltershausen dann ab 14 Uhr. Sie können dort Einkehr finden, die leuchtenden Osterkerzen und kleine, die Sie dann bitte mitnehmen können, dazu auch solche Osterbild-Andachtskärtchen, dass Sie uns auch zu Hause verkündigen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.